Wir gehen rein und stellen fest, dass wir, egal ob wir wollen oder nicht, hier einfach nicht drüber kommen. Man kann, wenn man hier reinfällt, nur noch sich den Strick nehmen. Ich probiere es gerne nochmal. Survival-Modus an. Rennen und springen! Es klappt nicht. Warum soll das auch klappen? Ich habe mir ja was dabei gedacht, dass das nicht klappt. So, Survival-Modus wieder an. Man kann jetzt bloß nach links und nach rechts und dort sieht man einen Hebel. Und diese Druckplatte. Ach, die macht bloß Licht, okay. Wow! Go back! So jump or rest in peace. Das ist fies. Die Druckplatte macht nicht nur Licht, nein, die macht auch noch eine Lavagrube auf. Und man hat hier bloß einen Block Sprunghöhe. Und es war klar, dass ich nicht schaffe. Und ich bin tot. Nein! Und ich bin wieder im Informationshaus. Och Leute, nicht doch. Ich hätte mir ein Bett mitnehmen sollen. Tja. Wenn ich jetzt wüsste, wohin, aber ich weiß es nicht. Ohne Mist. Ich habe keine Ahnung. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, gefunden. Und ich habe eine gute Nachricht. Wir dürfen jetzt wieder komplett durch die Pyramide durchgehen. Geil. Der Sprung ist aber möglich. Ich habe ihn fünfmal hintereinander geschafft. 5 von 5 Versuchen. Und da habe ich gesagt, okay, das kann ich so lassen. Tür auf. Und jetzt ein bisschen Attacke hier. So, links rum. Ja, und hier geht's weiter. Runter hier. Geradeaus, einmal rechts. Ich kenne den Weg. Ich kenne ihn sehr gut. So, rechts und dann wieder links. Und da ist auch schon die Tür. Großklappe, hier ist er nicht. Hier ist er. Klick. Ach, Mensch, das klappt irgendwie nie so richtig. Knopf, geh auf. Tja. Runter. Wieder rum. Halt, hier lang. Und wir sind wieder da. Ha! So, ich war also hier. So, ich hab's gesagt, dass es funktioniert. Spring! Zack! Das war jetzt 2 von 2. 3 von 3. Und der vierte geht schief. Aber der Sprung ist möglich, also von daher. Ah! Böse Falle. Böse Falle. Hier ist einmal so ein Ding. Und hier nochmal. Ah, geschafft.
Der Sprung geht. Also die linke Seite ist wieder mal ein komplettes Fail. Hier geht es dreimal um die eigene Achse. Mann, wo geht's denn hier hin? Ey! Und man ist in der Mitte. Und jetzt ist die Lava weg. Und hier ist alles voller Diamantblöcke und Goldblöcke und eine Kiste mit vier Spitzhacken. Der Schatz, der Sphinx, der Pyramide, der was auch immer. So habe ich mir das halt vorgestellt. Als Adventure Map. Und um hierher zu kommen. Ja, und nicht zu sterben. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Das war auf jeden Fall die zweite Pyramide. Jetzt gehen wir wieder raus. Und wer sich jetzt denkt, man muss den ganzen Weg wieder zurückgehen, der ist kein richtiger Abenteurer. Denn man muss sich jetzt hier noch genau umschauen. Denn irgendwo gibt es einen Geheimgang zurück. Irgendwo ist gut, ich weiß genau, wo er ist, und zwar hier. Getarnt eine Leiter. Und hier zwei Druckplatten. Und jetzt wieder meine Lieblingswände. Ich finde das einfach nur geil. Die bleiben offen. Und dann geht man hier drüber. Und die ist wieder zu. Und wo sind wir? Ah. Wir sind wieder am Anfang der Pyramide, wo man hier so hochgehen muss. So, und von den Dingern, die Schaltung würde ich auch gerne mal zeigen. Ich mache jetzt mal hier kaputt. Mache ich da was falsch? Halt, Creative. Das sieht gut aus. Habe ich jetzt was kaputt gemacht? Wow, das war knapp. Das ist die Schaltung zu diesen getarnten Türen. Tja, sieht lustig aus, ist auch so. Jedenfalls werden erst mit zwei Pistons die Tür wird so, also die erst die die Wand wird zurückgezogen. Die Wand wird zurückgezogen und dann zur Seite. Komme ich hier nicht mehr rüber. Wo ist denn das Delay? Genau hier. Ja, das ist ja wie gesagt nur die Schaltung für die Wand. Und die andere Schaltung, die ich jetzt hier habe, dass man einen Einschalter hat und einen Ausschalter. Das heißt, die Platten sind ja jetzt tot. Die machen das Ding wirklich nur noch wieder zu. Und die Platten hier drüben machen das Ding nur auf. Wie die Schaltung dazu war, weiß ich aber nicht mehr so genau. Ich bin einfach, ich bin raus, kann man sagen. Ich habe das Spiel jetzt seit einem Jahr wieder auf und habe diesen Save Game geladen. Völliger Wahnsinn. So, und hier kommen wir raus. Und da sind wir an der kleinen Pyramide. Das waren die Pyramiden. Und ich mache wieder Survival-Modus an und wir erkunden mal diese kleine hier. Doch dazu brauche ich Nacht. Was wir jetzt hier begehen, das muss jetzt gesagt werden. Dieser Stein hier, hier fehlt eigentlich das Schild hier drauf. Das war der erste Stein, den ich in dieser ganzen Map gesetzt habe. Der Grundstein der Karte, der hier. Muss ich eigentlich jetzt mal, das mache ich jetzt sofort.
Assign, place here, halt, ich möchte das ein bisschen schräg haben. Das muss sein. Grundstein der Map. So, damit das schön aussieht. Noch ein bisschen Glowstone. So. Nee, das sieht doof aus. Ja, reiß es wieder ab, Vollidiot. Grundstein der Map. Ich würde den trotzdem gerne beleuchtet haben. Da es sowieso so dunkel hier ist. Das passt zwar nicht, ey, das ist doof, das passt dann gar nicht mehr ins Flair. Wisst ihr was? Hier oben drauf. So. Na gut, dann nehmen wir mal was, was wirklich zum Ambiente passt. Einen Torch. Kann ich den hier? Ne, kann ich nicht. Aber ich kann hier hinstellen. So. Und damit das noch passt, machen wir hier auch noch einen hin. Und da. Und da. Symmetrie und Ordnung muss sein. So. Ja, jetzt haben wir das gemacht. Warum auch immer. Für mich war es wichtig, weil das Schild stand auf jeden Fall mal da. Und jetzt gehen wir hinein in mein allererstes Bauprojekt dieser Karte. Der Grund, warum diese Karte überhaupt entstanden ist. Dun, 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 dun. Und wir sind unter Wasser. Und ich sehe gerade. Das ist doch zum Kotzen. Das nimmt einen doch das ganze Flair raus. Schon wieder neue Updates. Eigentlich war das früher hier so. Man hat unter Wasser nichts gesehen. In dem Tunnel. Der war einfach nur toppen schwarz. Und man hat hier nur das Wasser gesehen. Hinter der Scheibe. Mich würde mal interessieren, wenn ich jetzt hier rausgehe. Ja, genau so. So hat das ausgesehen, nämlich. Man konnte nirgendwo hingucken. Man war im Wasser. In diesem Glastunnel zwar hier drinne. Aber man hat einfach nichts gesehen. Man musste den Gang ins blaue End laufen. Das finde ich ja jetzt scheiße. Aber ihr seht schon, was hier vorne abgeht. Da wir es jetzt eh schon sehen, kann ich es ja auch vorwegnehmen. Das sind Unterwasser-Glaskuppeln mit einem Durchmesser von 200 Blöcken und einer Höhe von 80 Blöcken. Aus Glas komplett. Unter Wasser. Und da drin ist eine eigene Vegetationszone. Da. Tja, willkommen in der Glaskuppel. Ne, die ist doch nicht 80 hoch, die ist. Oder sind das 80? Ich weiß nicht, von Mitte zu Mitte, ich habe keine Ahnung. Ich will immer fliegen, das geht nicht. Ich mache jetzt Creative Modus an. So. Ich finde das echt blöde, dass man jetzt hier alles schon sieht. Man konnte vorher nicht mal die Hand vor Augen erkennen. Tja, alles symmetrisch gemacht. Hier sind Rinder, hier sind Schafe.
Und hier ist ein Schaf abgehauen und hier ist sogar ein Bewohner. Und hier sind Hühner. Und immer Brücken. Und hier ein paar Hütten. Mit absolut geilem Design. Die Vorlage dazu müsste ich, glaube ich, noch irgendwo haben. Denn diese Hütten habe ich öfters verbaut. Einmal hier aus Holz. Symmetrisch. Und dann habe ich mir die irgendwo noch aus Metall nachbauen wollen. Da habe ich mir ja alles genau aufgeschrieben. Was ist? Slabs. Stairs. So flache Strandhütten halt eben hier mit so einem Steg und so einem Vordach. Und wenn man hier nach unten guckt, MCP Cosmo. Das sieht so nah aus, das ist aber eigentlich keine Ahnung, wie viele Blöcke unter der Kuppel am Boden. So, hier sind die Hütten. Zu verkaufen, genau. Ich wollte das ja eigentlich mal mit auf den Server nehmen. Da könnte sich ja jeder sein eigenes Haus. Irgendwo müsste Mainz sein. Ja, hier ist Mainz. Das dumm verseuchte Ding. MCP Cosmo. Ein schönes Doppelbett, ein Bild und was weiß ich. Ja, an meinen Betten übrigens auch MCP Cosmo. Ein Ofen, eine Werkbank. Auch wenn man hier wohnt, da bleibt man bestimmt nicht den ganzen Tag in der Hütte, sondern fährt hier einfach mit dem Boot den Teich im Kreis. Ja, die Bäume habe ich manuell gebaut, das heißt, die sind nicht gewachsen. Ich habe angefangen hier mir Baumstämme hinzuklatschen und dann mit verschiedenen Leaves wahlweise hier da so um zu experimentieren. Und gelungen ist mir eigentlich hier vorne der Torbogen. Die finde ich irgendwie geil. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, dass das so wächst, aber es passt. Ja, und halt Deko. Blumen, Schnittlauch hier oder was auch immer. Ein Grasblock sieht ja so aus. Da ist ja nichts drauf. Also jedes Geflirre, was ihr hier seht, ist alles manuell hinzugefügt. Und auch die Beleuchtung, ich habe hier ewig gemerkt, dass die Beleuchtung geil aussieht und habe es dann halt so gemacht. Slabs, Glowstone und dann das war es nur die zwei Stück. Somit werden die so ein bisschen von der Seite angestrahlt. Und das alles 2 Jahre her. Wenn er zuguckt, ich danke dir, dass du diesen Safe Game aufgehoben hast. Initialen SD. Direkte Namen sage ich jetzt nicht. Er weiß, was gemeint, wer gemeint ist. Danke dir. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, dass ich den gelöscht habe. Weil egal, ob es scheiße ist oder nicht, aber so eine Jahre oder so viel Monate, hier sieht man nochmal, wie weit das MCP Cosmo eigentlich unter Wasser, unter der Kuppel ist. Und das sieht so nah aus, das hat man von hier nämlich auch nicht gesehen. Ja, aber egal, wie lange man an irgendwas baut und wenn es am Ende bloß eine Kartoffel und eine Mülltonne ist, die einfach nur 300.000 Blöcke hoch ist, man muss es einfach aufheben. Man hat irgendwie Zeit reingesteckt. Selbst hier sieht man, ich musste diesen Ozean ja erstmal tiefer legen. Der war ja nie so groß und der war auch nie so tief und so flach. Ich habe den kompletten Ozean hier unten ausgehöhlt. Und warum ist dort irgendwas komisches, eckiges? Stimmt. Ja, ich weiß jetzt wieder, was das Eckige ist und das schauen wir uns gleich an. Genau. Das schauen wir uns gleich an, dieses Eckige. Das war nochmal einfach so aus Fun, denn ich habe die Glaskuppel hier beendet. Dann habe ich draußen angefangen mit den Pyramiden. Und das ging mir dann irgendwann so auf den Trichter und habe gesagt, Mensch, ich will mal wieder irgendwas unter Wasser bauen. Dann habe ich hier die zwei Doppelglaskuppeln angefangen. Erstmal nur das Konstrukt.
dass die so ineinander kleben. Da ist ein Durchgang, das zeige ich nachher. Dann hatte ich die Schnauze voll von Wasser und habe dann draußen wieder irgendwo weitergemacht. Ich glaube, den Bahnhof und die Info, genau, und die Zugstrecke. Dann hatte ich wieder Lust, was unter Wasser zu machen. Und habe mich dann mal entschieden, hier sowas hier zu bauen. Das sehen wir uns jetzt gleich an.